Was oder wer ist eigentlich dieser Rub, dieses Rub? Das ist eine Gewürzmischung, aus Amerika stammend. So wie jeder Inder sein Curry macht, so macht eben auch jede amerikanische Familie seinen eigenen Rub, um das Fleisch oder eben das Hühnchen einzureiben. Daher kommt nämlich der Begriff. Und dann eben auf dem Grill, auf dem Smoker eben zur Perfektion zu grillen. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, man kann das Ganze in den Mörser machen. Also wer kein Ticket für ein Fitnessstudio hat, der kann das gerne darin machen. Aber bei Rub braucht man eben eine größere Menge. Daher nehme ich eine Küchenmaschine. Oder auch eine super Variante ist, eine Kaffeemühle zu nehmen, also eine ausrangierte Kaffeemühle von der Oma. Hier habe ich jetzt langen Pfeffer, Kakao, Piment, also Nelkenpfeffer, noch schwarzen Pfeffer, braunen Senf, braune Senfsaat, Kardamom, einige Zimtblüten. Das ist sozusagen die Blüte vom Zimtbaum, die runterfällt, sehr kostbar. Schmeckt so ein bisschen wie diese roten Kaugummis, die man so kennt. Sternanis, etwas mehr Koriander, Korianderkörner, ganz oft eben in Wurstwaren oder auch im Lebkuchen, ist so ein Puffergewürz, kann man also etwas mehr nehmen, um es ein bisschen abzuschwächen. Rosa Pfeffer und etwas Fenchel. Fertig, wunderbar. Etwas grob gemahlen, damit man eben auch noch nachher wahrnimmt, was was ist. Und dann richtig, je größer die Teile, desto mehr kann man natürlich außen rum geben. Hier habe ich jetzt einen Short Rib. Schön aufdrücken. Und dann geht das Ganze auf den Grill.